Viele von euch haben sich ein Sammlungsreview von mir gewünscht. Meine komplette Sammlung möchte ich nicht in einem einzigen Video zeigen und kann ich auch nicht. Das Video würde einfach viel zu lange werden. Deshalb zeige ich euch heute mal einen Teil meiner Sammlung, den ich so in dieser Art und Weise noch nie gezeigt habe. Es sind übrigens tatsächlich überwiegend auch deutsche Uhren, obwohl es alles Vintages sind. Und auch viel Gold dabei, was ich so nicht trage. Es sind geerbte Uhren und es sind Uhren, die mir alle sehr ans Herz gewachsen sind. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast zu einem Teilsammlungsreview. Fangen wir einmal an mit der einzigen Uhr aus meiner Vintage-Ecke, die ich mir selber gekauft habe. Und zwar haben wir hier eine Seiko Week Data. Die hat den Wochentag auf 6 Uhr, das Datum auf 3 Uhr. Eine wunderbare Uhr. Und da nach dieser Uhr bzw. nach einer Uhr mit diesen Eigenschaften habe ich sehr lange gesucht. Ich habe sie mir zum 50. Geburtstag geschenkt. Es ist eine Uhr, die im Monat und Jahr meiner Geburt produziert wurde. Bei Seiko kann man das ganz schön herausfinden über die Seriennummer. Da gibt es Referenzen im Internet sowie die Einordnung in das Jahrzehnt. So kann ich relativ sicher sagen, dass diese Uhr tatsächlich im September 66 produziert wurde und jetzt bei mir ist. Dafür finde ich den Zustand hervorragend. Es gibt einige minimale Stellen auf dem Blatt. Es gibt die typische versenkte Krone bei den Seiko Vintage Automatics. Schöne Uhr, kommt nicht so häufig an den Arm, wird aber definitiv bei mir bleiben. Die Uhr, die ich selber gekauft habe. Schauen wir uns die nächste Uhr an, die keine Goldelemente hat oder nicht vergoldet ist. Das ist eine Exquisite. Wunderschöner Bauhausstil, herrlich flach, auf der Rückseite nichts Besonderes. Das ist die Uhr meines Großvaters väterlicherseits. Ich weiß noch genau, er trug die Uhr immer und hatte hier so einen kleinen Anklemmkalender aus Metall dran. Und damit ging er jeden Tag ins Büro bis zu seiner Verrentung. Leider hat er seine Rente, seinen Ruhestand nur eine knappe Woche genießen können. Er ist also quasi unmittelbar nach der Pensionierung gestorben. Diese Uhr ist eine Erinnerung an ihn und ich finde sie heute noch absolut zeitlos, insbesondere auch das cremefarbene, nicht hartweiße Ziffernblatt und die langen, sehr feinen Indizes wirklich sehr gut ablesbar. Obwohl sowohl die Indizes als auch die Zeiger sehr dünn sind, eine richtig tolle, zeitlose Uhr mit einer, wie ich finde, auch angenehm zu tragenden Größe. Wo wir bei den Großvätern sind, gehen wir zur nächsten Uhr. Das ist die Uhr meines Großvaters väterlicherseits. Ein richtig kleines Schmuckstück und die hat wirklich richtig leiden müssen. Verbaut ist hier eine Pendelautomatik, das heißt ein kleiner Hammer, der schlägt immer an, klock, 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 klock und kein rundlaufender Rotor. Mein Großvater väterlicherseits war, nachdem er Anfang der 50er Jahre aus Erfurt nach Mönchengladbach umgesiedelt ist, als Busfahrer tätig gewesen. Seine eigentliche Profession konnte er nicht ausüben, weil die Qualifikationen nicht anerkannt wurden. So ist er Busfahrer geworden, über Kopfsteinpflaster mit Oberleitungsbussen, elektrischen Bussen, Straßenbahnen, später auch die regulären Linienbusse. Und immer ist diese Uhr an seinem Arm gewesen. Entsprechend waren die Läger und Zapfen alles komplett ausgeschlagen. Ich habe sie von einer unglaublich lieben, sehr guten, mittlerweile leider verstorbenen Uhrmacherin richten lassen. Und seitdem läuft sie absolut zuverlässig.
ist mit ihren 33 oder 34 mm natürlich echt klein an meinem Arm. Ich lege sie mal auf meinen rechten Arm, so als Vergleich, wie so die Uhr am Arm aussieht. Das ist schon wirklich niedlich, ne? Aber ich mag die Uhr und das ist eine Erinnerung, die ich nicht hergeben möchte. Bleiben wir in meiner Familie und zu meiner Familie gehört auch mein Großonkel, der Onkel meiner Mutter und das ist die Uhr des Onkels meiner Mutter. Er war im Finanzwesen tätig, entsprechend ist die Uhr verglichen mit den anderen aus der Familie etwas edler, etwas aufwendiger. Ob sie teurer war, weiß ich nicht, aber rein von der Optik her macht sie doch etwas mehr her. Eine sehr schöne Uhr, die für mich ein Stück Zeitgeschichte repräsentiert, mit den goldschwarzen Indizes, den spitz zulaufenden Zeigern, dem feinen Ziffernblatt. Die Marke ist Olympic. Ich habe das doch bei meinem Großvater väterlicherseits vergessen. Hier hatten wir eine Olma Automatik. Hier haben wir eine Olympic. Ich vermute, es ist eine Handelsmarke gewesen. Ich kenne mich mit Vintages überhaupt nicht aus, aber sowas von überhaupt nicht, sodass ich hier wirklich Antworten schuldig bleiben muss. Södelö, das sind also selbstgekaufte Uhren und Uhren aus der eigenen Familie. Jetzt gehen wir mal in den Bereich der angeheirateten Familie. Mein Schwiegervater hat diese Uhr unglaublich lange getragen. Jetzt trägt er keine Uhren mehr. Es handelt sich um eine Davidoff. Diese Uhr kam in einer massiven Marmorbox. Und man könnte ja vermuten, Davidoff, Modeuhr, nichts Besonderes, aber die Bandanstöße sind sehr aufwendig gemacht. Die Bänder haben einen sehr speziellen Anstoß und das Werk ist natürlich richtig was Feines. Klasse gemacht, wunderschön verziert, wunderschön veredelt. Eine Handaufzugsuhr, richtig klasse, gefällt mir sehr gut. Und die leichten Goldelemente sieht man hier im Gelenk, in den Indizes und den Zeigern. Auch hier ein typisches Kind der 70er Jahre. Von Deutschland wandern wir jetzt mal in die Schweiz. Und hier haben wir eine Uhr, die aufgrund des goldenen Bodens mich vermuten lässt, dass wir hier tatsächlich keine vergoldete, sondern eine goldene Uhr haben. Es handelt sich um eine Certina mit einem wunderschönen Milanese-Band und das Gute ist, dieses Band ist tatsächlich meine Armlänge. Das zeige ich euch auch nochmal ganz kurz in live, denn das finde ich erstaunlich, dass man dann eine Uhr quasi erbt mit einem Band, was man eigentlich nicht anpassen kann und es dann auch passt. Also das ist schon was sehr Edles, extrem flach, wie ihr sehen könnt. Das ist was wirklich Feines und vielleicht ziehe ich sie tatsächlich auch mal zu wirklich noblen Anlässen an. Extrem flache, leichte, dünne Schließe. Schön, gefällt mir wirklich gut von der Machart her. Gold ist, wie mehrfach gesagt, nicht unbedingt meine Farbe bei Uhren, aber hier hat man ein richtiges Schmuckstück. Die letzte Uhr aus meiner Vintage-Sammlung, meiner Vintage-Abteilung meiner Sammlung, kommt wieder aus Deutschland, beziehungsweise es ist eine mittlerweile deutsche Marke. Wir haben hier Dugena. Das Modell ist Genève. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum Dugena als deutsche Marke Genève als Name für ein Modell wählt. Dugena Deutsche Uhrengenossenschaft ist natürlich eine deutsche Marke.
Das Datum in Weiß finde ich nicht ganz so prickelnd. Das Ziffernblatt selber finde ich einen absoluten Hingucker mit den mattierten Punkten drauf. Absolut klasse, super, funkelt, glitzert, absolut ein Traum. Auch hier haben wir eine vergoldete Uhr, wie wir am Abrieb sehen können. Aber man darf Vintage-Uhren meiner Meinung nach durchaus die Spuren der Zeit ansehen. So, jetzt reihen wir sie hier nochmal auf und dann schreibt mir doch bitte sehr gerne in die Kommentare, was ihr so grundsätzlich über Vintage denkt, ob ihr auch Vintage-Uhren habt und wie ihr zu goldenen Uhren steht. Mein Fall sind goldene Uhren überwiegend als Sammelobjekt, weniger als Trageobjekt, aber keine dieser Uhren werde ich so schnell freiwillig hergeben. Bis dahin bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.